machen. So, wir starten jetzt mit der Ziehung vom Gewinnspiel. Oli, die was im April Bargeldlos gezahlt haben, habt ihr die Rechnung einwerfen können, da im Lebensmittelpunkt Würbach. Und wer möchte jetzt den dritten Preis ziehen? Ja, genau, kann ja. Super, ja. Zieh mal ein durchmischen gut und dann nicht reinschauen und schauen wir, ob da jetzt was dabei ist. Wer kriegt den dritten Preis? Dritten Preis und Geschenkskorb im Wert von 25 Euro kriegt die Franziska und Valentina Wagner. Die Nummer steht auch drauf. Passt, da schauen wir drauf. Dritter Preis. Bravo! So, jetzt machen wir. Wer macht den zweiten Preis ziehen? Ja? Genau. Jetzt ziehen wir den zweiten Preis. Halt, da steht nichts drauf, da hat wer scheinbar vergessen. Das wird vorkommen. So, dann ziehen wir nochmal. Schau mal, steht was drauf? Nein, steht ja nichts drauf. Wie gibt's denn das? So, zieh einfach nochmal. So. Da haben schon ein paar viele eine gehabt, ohne dass sie vergessen, dass sie einen Namen draufschreibt. Sag nochmal, so, jetzt kommen wir mal zur Ziehung. Sag's mal. Jetzt kommen wir zur Ziehung vom zweiten Preis, Geschenkskorb im Wert von 25 Euro. Geht an Renate Meierhofer. Telefonnummer steht drauf. Bravo! So, wer zieht jetzt den dritten, also den Hauptpreis, den ersten Preis? Angelika. Ich geh mit dir. Du kannst bitte mal hier. Ich geh mit dir. Oder wir zwei beide. Komm, du bist nicht. Wer zieht den ersten Preis? Okay. Ihr zwei? Aber ich werde zwar nur einen auszuziehen. Nicht reinschauen. So, wer gewinnt den Hauptpreis? Ein Geschenkskorb im Wert von 50 Euro. Geht an. Jo, da steht kein Name drauf, aber 06, 77 und 15 sind am Schluss. Wer immer das auch ist, ich werde einfach da anrufen. Ja. Bravo! Super! Okay, danke fürs. Danke fürs Ziehen und fürs Helfen und ich würde mich freuen, wenn es weiterhin fest einkauft im Lebensmittelpunkt in Wieberbruch.